Herzlich willkommen zurück zu HBM beim Motorsägen. Heute die Eindrücke der Interforce. Bei mir zwar waren wir, der Herr Kameramann Stiegelbauer hat nicht dürfen. Genau, ich bin nochmal gewesen am Sonntag. Du bist umgegangen? Dienstag. Sonntag muss man sagen, in der Früh ist echt noch in Ordnung gewesen, aber dann, wie es aber gesagt, Mittagszeit zugegangen ist, ist schon richtig arg zugegangen. Dienstag war super, da war es eigentlich den ganzen Tag nicht überfüllt. Genau. Man hat sich mit der Aufstellung unterhalten können, war in Ordnung. Was man auf alle Fälle dazu sagen muss, ist echt eine beeindruckende Messe. Deswegen wäre es, glaube ich, viel als auch. Man sieht Sachen, die wo man definitiv nicht alltäglich irgendwo miteinander fahren sieht. Und Neuheiten, was ich so sagen kann, ist eigentlich nicht stark vorgestellt worden, dass vielleicht mehr Kran oder sonst was war, wo ich sagen, ich habe es eigentlich schon irgendwo mehr schon mal gesehen habe. Hast du das auf dem Dacia gesehen? Den Dacia. In der Halle drin ist ein Dacia gestanden, die haben so einen Kasten umgehauen, so einen riesen Kasten, kostet wahrscheinlich 7-fache von dem Dacia. Da fährst du gerade am Holzbalter vorbei und das rechnet aus, wie viele Festmeter das sind. Nein, da gibt es mittlerweile eh schon. Ja, vom Stil ist, hat man da Kapo gleich. Aber ob das so 100% das weiß ich auch nicht. Das ist auf dem Ding irgendwie so, das kostet 50er. Mhm. Ja, genau. Auf alle Fälle kann man sagen, das ist, wer sich für das interessiert, auf alle Fälle ein Besuch wert. Es gibt wirklich brutal viele interessante Stand- und Live-Vorführungen auch. Das Einzige, wenn man die Live-Vorführungen alle sehen möchte, irgendwie, dann braucht man brutal viel Zeit. Ja. Gut, Stil hat schon eine halbe Stunde schon gleich, oder? Nein, sie haben um, los mit Leuten, um dreimal haben sie. Riffi, eins und drei, glaube ich. Da schneiden wir noch ein wenig so Impressionen ein. Das war im Endeffekt wie ein Timbersport. Die haben geschnitten mit der Stoxo, also sprich mit der 661. Ja, zuerst hat er oder so Hackling und den ganzen Zeug. Ja, das genau. Aber toll. Dazu haben wir, wie gesagt, machen wir ein extra Video, einfach mal, da haben wir es endlich mal erklärt. Also wenn das interessiert, vielleicht einen Kommentar da lassen. Ich habe das nämlich vollkommen gefilmt, mein Telefon war dann noch so, dass ich nicht mehr Hosen so reinschauen könnte. Ich glaube, das hat 65 Grad gehabt, oder? Es war aber brutal warm, also es war schon. Ich hab's von dem Kack Gimbal, außer da nimmst du und hätte immer nur so ein Telefon mit mir. Wo man auch dazu sagen muss, also wenn man keine Connections nicht hat, wo man essen und trinken ist richtig teuer. Wenn man natürlich. Maßbier 13,50, ein halbes Backhähnchen mit Kartoffelsalat 19,50. Currywurst mit Pommes 18,50. Also, es ist echt vom Vorteil, wenn man irgendeinen Händler oder irgendeinen Hersteller oder sonst was, wenn man auch Connections dazu hat, weil dann lebt man wie der Kaiser im Deutschen Reich. Ja, das stimmt. Ja. Du hast mit der. 300er Akku? Ja, stimmt. Stillstand, dann hat er weiter schwarzen. War echt ein großer Stand. Sie haben Motos und. Aber draußen finde ich, war er unübersichtlich. Das ist einfach der Weg durchgegangen, du hast das gar nicht so als Stand wahrgenommen, du bist halt einfach durchgegangen. Ja, stimmt, das war halt einfach so. Der drinnen war schön, aber draußen bist du halt einfach durchgegangen, das war. Ich will jetzt gar Stand nicht bauen. Ja, weil ich wahrscheinlich nur Kran drüber gelangt hat und da irgendwie gesagt. Ja, nein, das gar nicht, weil man muss sagen, das ist im Endeffekt da auf zwei Bereiche aufgeteilt. Da am Anfang noch was reingestellt haben, die kleinen Sachen, wie Motorso und dann der Shop haben es toll gehabt. Unseren Shop und das ganze Zeug toll gehabt. Und dann, wenn es weiter hinten gegangen bist, dann haben wir die richtig interessanten großen Maschinen gekommen. Vorne waren nicht noch sowas wie die mobilen Sägewerke oder die Motorso-gestützten Sägewerke. Also Logosol. Ja, Logosol haben wir so reingekriegt. Weil da kennen wir einen Vertreter. Auf alle Fälle, man braucht es. Also man kriegt Zeit mit Hormonen Ende, wenn man da ein wenig zurückgeht und mitten in der Schmerz Werbegeschenke kriegt. War aber auch schon mal besser. Die überfüllte. War ich eigentlich ein wenig enttäuscht. Also von Stil, der ist hier scheiße nicht mit Zeit vorher. Ja, war nichts. Scheiße. Und die Kappen oder sonst was ist nicht weit. Das war es auf Weihnachten nicht übergeben. Aber Stillstand, da wir zurückkommen, man kann auf alle Fälle, sie haben die ganzen Gänge, neue Motosen, die waren interessant, da hat ab der 62, 326, 400, 500i, 661 und der MSA 300. Mit der habe ich dann auch mal einen Schnitt da gehabt, habe ich noch nie da gehabt mit der. Echt interessant, das Ding, wie es geht. Müssen wir mal schauen, dass wir es noch mal so herkriegen. Da ist es vergleichbar mit einer 260er. Ja. Auf alle Fälle, ich glaube, dass es besser geht. Das ist die schnellste Kettengeschwindigkeit, was du kriegen kannst. Mhm. Nein, die anderen Stand waren auch interessant. Man hat wie ein Ballfinger oder einen Riesenstand gehabt, da hat man Gramm fahren können. Also es ist Action im Boot noch ohne Ende da oben. Husqvarna Stand war interessant. Der war's. Husqvarna Stand war, fand ich, fast interessanter wie der Stillstand. Wo der Grässer und ja, wie gesagt, der Stillstand, der war einfach so, du gehst da durch und denkst da, ja, du gehst auf dem Weg durch und links und rechts und hinten und vorne ist wieder ein wenig so. Aber es ist nichts beieinander.
Was war dann am Skanerstand so interessant? Der neue Rasenmäherroboter, der große für Golfplatz und Fußballplatz, der war interessant, Alter. Das ist zwar 25.000, aber da bauen sie jetzt dann so Dinge auf, der kann dann die Linien nachspritzen und den Kack alles allein. Also das ist schon richtig heftig. Und er ist auch viel besser ausgeschaut mit den Holzeiseln, was du gehabt haben. Also ja, war schon, ja gut, steht halt auch die Holzeiseln da gehabt. Aber. Aber das war halt so auseinandergezupft. Und was auch noch so ein ganz großes Highlight für mich war, echt der HSM-Stand. Weil früher sind da viele HSM umeinander gefahren, so 85 PS Rückzüge oder Skidder, wie man so schön sagt. Und wenn es dann das 6, was jetzt da neu ist, gibt, das ist zwar echt riesengroß das ganze Zeug, weil da tust dann das genau wieder noch eine. Den Harvester, was da oben da gerade haben, der 15 Meter Grand da gehabt, die haben den ganzen Stand braucht gerade, dass das Ding da hinstellen könnte. Haben. Ist zwar interessant, ist nichts für uns, schätze man schon so große Maschinen, aber. War halt einmal schön, wenn wir einen Aussteller kleinere Maschinen, die halt einmal da im Bayerischen Wald braucht werden, auch hergezeigt hätten. Hast du in der Halle drin den Babyrückezug gesehen? Ja, als da, oder? Ja, zum Eisweicher. Da sitzt in der Kabine drin. Warte, ich such's bald, hört sich einmal. Der ist so, kann ich nicht. Der ist so geil. Das ist. Ja, als der Rückezug. Der ist, ich möchte zwar nicht wissen, was er kostet, weil der kostet wie so utopisch Vermögen, aber das ist wie wenn du mit deinem scheiß Schubkart einmal angefasst. Hast den riesen Rückgewungen ins Quattro gesehen? Ja. Du nudelst das Ding her, das gerade noch schön war. Ja, Quattro Rückgewungen. Die hat der Tausender KNM gehabt, das ist so da gestanden. Der Rückgewungen ist sauber zu groß gewesen. Den kannst du mit einem kleinen Bullock nicht fahren. Ja. Ab dem Quattro. Mhm. Auf alle Fälle war brutale Vielfalt von den Herstellern mal. Ich habe tatsächlich viele Maschinenhersteller oder angehängte Maschinen. Hersteller gesehen hat, die wo ich tatsächlich noch nie so Wartnummer gehabt habe, die wo es aber auch gibt, wo man halt einfach nicht sieht. Auch mit kleinen Stand, da habe ich kleinen Stand, sondern wie das Haifun-Stand oder Grappern-Stand, das waren Riesenstand ja. Und die haben die eher so auf der Seite gerade durchgestanden. Von Ballistull haben wir Schnaps gekriegt. Der Schnaps fällt jetzt ein, der ist ja lustig. Preise ja, super, da schießt in so einem Ballistolflaschen drin, wie so ein Insektenschutzmittel, da stehen lauter lustige Sachen. Ballistol hat richtig aufgestockt, die haben richtig viel Scheiße, jetzt war mir auch brutal. Der Herzlöser von Ballistol, ich glaube, dass der Variokliner ein Witz dagegen ist. So, und was sagt ihr das? Was sind eigentlich drei Lieblingsstände jetzt nochmal zusammengefasst? Fangen wir. Der Stillstand in der Halle drin ist Narische. Das Quarnerstand hat mir Narisch gefallen und vom Pfanner war es brutal schön. Ja, Still hat jetzt Timbersport, da ist halt was geboten, also Still definitiv auf Platz 1. Also von den Motorsachen-mäßig, wir haben jetzt Motorsachen-YouTube-Bereich, weißt du schon. Mhm. Andersmäßig war eigentlich, also von den großen Sachen war alles interessant. Ich darf jetzt auch mal so sagen, wir Husqvarna und Stillstand haben die Klargeräte echt überragt. Ja, Husqvarna war natürlich gut. Was soll Pfanner gerade aus Herzen haben, einen super schönen Stand gehabt, war informativ. Und von den großen, wir Kutschenreiter haben den großen Stand gehabt, haben viele Dokumente interessant und sowas wie dann HSM, Komatsu und sowas, das überzeugt halt einfach, weil es wirklich groß ist und interessant. Man muss auch wieder sagen, sowas wie Palfinger, die haben da einen großen Stand gehabt und einen schönen Stand, wo man halt einfach auch selber etwas ausbilden könnte, ob man noch Kram fahren könnte, alles anschauen, einsitzen. Ja, das war cool, ja. War cool von denen her. Und sonst könnte mir jetzt eigentlich voll so nichts sein, wo es mit Forstmaschinen sind da und wo es mir jetzt direkt wo es mir abgegangen war. Also Timbersportsaufführung finde ich auf alle Fälle top. Also dass das machen, vor allem bei der Affen Hitze, dass sie sich da wirklich hinstehen, da in die pralle Sonne und das durchzwingen, das finde ich schon beeindruckend. Timbersportsaufführung ist echt cool. Ja, vor allem bei der Affen Hitze muss ich sagen, was hat es gerade? 34 Grad am Dienstag. Ja, aber am Sonntag nicht besser. Das ist schon. Genau, aber die zahlen wir nochmal extra her, hätte ich gesagt. Und ja, genau mit diesen Worten, da ich sagen, beenden wir das Video. Lasst ein Like da, ein Abo da. Schaut einmal unsere Shorts, weil wir haben jetzt ganz viel Shorts. Das wäre gescheiter, wenn das jemand von uns sagt, oder? Genau, du Blödel. Wenn man die nicht sagt, dann müssen wir sitzen da und einfach klatschen. Also, wir dürfen nicht beleidigen, schneid das bitte raus. Dann? Wieder mal Wiederholung, Freunde reden so miteinander. Ja, das war's für die Woche. Jetzt, ja genau, warum wir eigentlich so lange Pause waren, das gehört wahrscheinlich auch noch schnell angeschmatzt. Das wird jetzt zwar am Schluss jetzt keiner anschauen, aber der Herr Stiegelbauer, der das schneidet und alles, weil für uns jeder jetzt blöd ist, dass er nicht Technik bedient, der hat Prüfungsphase gehabt. PCW ist immer noch ein wenig drin, aber jetzt haben wir halt aktuelles Thema gebraucht. Ja genau, das war das eigentlich. Also, nächste Woche kommt dann quasi Intersport. Timbersports, genau, die Aufführung, die wir gemacht haben, komplett. Genau. Genau, also bis nächste Woche, haut's rein, viel Spaß bei der Raffen jetzt. Servus.
Abos und Like nicht vergessen. Und unsere Schwarz anschauen vor der Interforst.